Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesungen an der Uni Kassel. Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon vierten Veranstaltung der Ringvorlesung Leben in Zeiten der multiplen Krise. Okay, noch ein kurzer Rückblick. Während ja Heiner Flassbeck vor 2 Wochen vor allem auf makroökonomische Probleme in der Eurozone und insbesondere die Rolle Deutschlands eingegangen ist, ist Christoph Scherrer beim letzten Mal auf Eigenschaften und Entwicklung des Finanzkapitalismus eingegangen, vor allem das Verhältnis von Finanzialisierung und Eurokrise. Und er hat sozusagen die Frage gestellt, ob der Finanzkapitalismus eigentlich in der Krise ist und wenn dem nicht so ist, warum. Finanzialisierung nach Christoph Scherrer ist die Ausrichtung der Wirtschaft nach marktförmiger Absicherung der Zukunft. Das heißt, Unsicherheiten über die Zukunft werden in Risiken umgewandelt oder versucht umzuwandeln, die man dann berechnen und dem Markt zugänglich machen kann. Diese Finanzialisierungstendenzen sind, wie Scherrer dann gezeigt hat, nicht einfach so entstanden, sondern eben durch konkrete Politiken der Deregulierung und Liberalisierung. Und diese Politiken betreffen dann nicht so erstmal für uns relativ abstrakt und fern wirkende Prozesse und Praxen an der Wall Street zum Beispiel, sondern auch eben ganz alltägliche, wie zum Beispiel private Altersversicherung. Was Scherrer besonders klar gemacht hat, sind die Auswirkungen der Finanzialisierung, zum Beispiel auf die Beziehungen zwischen den Ländern der Eurozone. Und auch nochmal der allgemeine Hinweis, wer zum Beispiel das gerne nochmal nachsehen möchte, alle Videos zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf YouTube und zwar auf dem Kanal Plurale Ökonomik und natürlich auch auf unseren jeglichen Internetpräsenzen auf Facebook und dem Blog erhältlich. Heute ist Helge Polkert hier, herzlich willkommen erstmal. Er wird einen finanzsoziologischen Blick auf die Kategorien Geld und Schulden werfen und die Zusammenhänge dazwischen und der Eurokrise aufzeigen. Und während Christoph Scherrer ja explizit vor allem die Hürden aufgezeigt hat, die möglichen Reformen im Wege stehen, wird Helge Polkert, schätze ich mal, auch konkrete Reformvorschläge diskutieren. Ja. Wir befinden uns also allgemein immer noch so im ersten Block unserer Ringvorlesung. Das heißt, dass wir einen Fokus auf die Abläufe der Krise und die Eigenschaften der Finanzmärkte legen. Zur Person von Helge Polkert. Helge Polkert ist außerplanmäßiger Professor am Lehrstuhl für Finanzsoziologie und Finanzwissenschaft der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Uni Erfurt. Und übrigens das am einzigen Lehrstuhl für Finanzsoziologie in Deutschland. Er hat Volkswirtschaftslehre, Soziologie, Sozialpsychologie und Philosophie studiert an der Universität Frankfurt und 1991 wurde er mit einer Arbeit zu Wilhelm Röpkes sozialökonomischen Werk zum Doktor der Staats- und Wirtschaftswissenschaften promoviert und 1994 dann noch zum Doktor der Philosophie. Im September 1996 wurde er als Professor für Volkswirtschaftslehre an die Universität Lettlands berufen, wo er bis Juni 1997 blieb und war anschließend Privatdozent in Frankfurt und hatte eine Commerzbank-Stiftungsgastprofessur an der TU Dresden inne. Im Juli 2001 ging Helge Polkert dann nach Erfurt und ist seit 2006 dort außerplanmäßiger Professor und unter anderem auch Studienrichtungsbeauftragter. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschichte des ökonomischen Denkens, in heterodoxer ökonomischer Theoriebildung, in der Ökonomie des öffentlichen Sektors, Finanzsoziologie und Geld- und Finanzmarktreform. Was wichtig ist für uns, er ist seit Jahren auch Verfechter für mehr Pluralität in den Wirtschaftswissenschaften und ein prominenter Kritiker in Deutschland des ökonomischen Mainstreams. So ist er beispielsweise auch Mitbegründer des ehemaligen Arbeitskreises Postautistische Ökonomie, dem heutigen Netzwerk Pluralökonomik. Zur aktuellen Krise hat er ein sehr umfassendes kritisches Werk veröffentlicht, die große Finanzmarkt- und Staatsschuldenkrise, welches nun bereits in der 5. Auflage erscheint, was auch sehr zu empfehlen ist, und dann aber auch noch ein eher handlicheres Buch, das Manifest. Und jetzt übergebe ich. Ja, schönen guten Abend. Der Titel ist ja irgendwie gut, nicht? Money makes the world go round. Da assoziiere ich die Liza Minnelli, ja. Und das war ja die Geschichte
als praktisch das Gesellschafts- und Finanzsystem vor ein paar Jahren, also ein paar Jahrzehnten genauer gesagt, ins Trudeln kam. Und einige sagen, ja, irgendwie ist das so ähnlich heutzutage und man kann fast froh sein, dass es all die Flüchtlinge gibt, weil dann nämlich in Bezug auf die Krisenphänomene in einigen Ländern, nicht nur Europas, so der Scheinwerfer ein bisschen sich wegwendet. Ja? Aber wir machen das nicht. Ganz wichtig, dass wir das also im Blick behalten. Und diese Ringvorlesung ist ja auch dazu gedacht, hier also an den zugrunde liegenden Problemen mal ein bisschen weiter dran zu bleiben. Ja, Geld, Schulden und die Eurokrise, ein weites Thema. Ich habe das mal so in 6 Punkte untergliedert und hoffe, dass ich da zur Reformagenda komme. Ja, zunächst mal Geld ist eine soziale Konstruktion, kann man sagen, Soziologie. Ökonomen wissen es besser, Geld hat 3 Funktionen und das war es auch schon, ja, und weiter geht's im Text. Aber ich werde kurz darauf hinweisen, dass Geld im Prinzip auf sehr unterschiedliche Art und Weise gestaltet und organisiert werden könnte und das hat massive Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Verteilung und eben auch auf solche Krisenprozesse. Ja, da sind wir schon bei den Krisenursachen, da gibt es extrem viele, ja, also Herr Flassbeck hat schon ein paar genannt und die Vorredner auch und ich werde noch ein paar draufpacken, ja, und dann werden Sie vielleicht sagen, oh, so viele gibt es, ja, das ist ja ganz schön unübersichtlich und damit es nicht zu unübersichtlich wird, werde ich dann noch kurz einen Kernprozess, meiner Meinung nach einen ganz wesentlichen Kernprozess, der in den Lehrbüchern also eher seltener auftaucht, beschreiben. Dann das Verschuldungsproblem, was sich praktisch immer mit diesem Kernprozess verbindet. Dann die europäische Konstellation und wenn wir nicht gestorben sind, dann noch die Reformagenda. Ja? Ja, also Geld, eine soziale Konstruktion. Der gute John Locke, der hat es ja einfach. Der hat gesagt, Geld ist eine einfache Geschichte. Als Geld fungieren Edelmetalle und die holt man aus dem Boden raus. Die haben auch einen praktischen Wert als Schmuckgegenstände oder sonst was. Ja, oder wenn man da Waffen konstruiert hat oder irgendwelche Geschichten. Ist also letztlich auf einer Edelmetallbasis, ist ein physikalisch objektives Phänomen in gewissem Sinne. Und so ziehen es ja auch die meisten Ökonomen auf, wenn sie sagen, das ist eben eine praktische Angelegenheit für alles ein Warentauschmittel. Ja, schön und gut. Und dann hat es noch ein paar Funktionen und da mögen Widersprüche zwischen den Funktionen sein, aber insgesamt ist das doch eine neutrale, objektive Angelegenheit. Ja, im Prinzip ist Geld aber eine soziale Erfindung. Ist jetzt mal egal, ob es primär kreditär zuerst entstand oder anders. Da gibt es ja 1000 Theorien drüber, die alle irgendwie ein bisschen plausibel sind. Also die Fragen, die doch im Hintergrund stehen müssten, eigentlich in den Lehrbüchern dann halt selten vorkommen, sind, in welchem Maß und wie stark soll Geld eigentlich das soziale Leben bestimmen? Das ist ja mal die erste Frage, ja? Und da gibt es ja viele Leute, von denen man schon mal gehört hat, die da ein bisschen skeptisch waren, die gesagt haben, es soll nicht alles, wie heute die Soziologen das so schön nennen, kommodifiziert werden. Ja? What markets can't buy und solche Geschichten. Also zum Beispiel Platon und Aristoteles waren da ja super Skeptiker, gleich am Anfang da, unserer philosophischen Tradition sozusagen. Dann in der Bibel haben wir das auch. Und heute die Regiogeldleute sagen ja auch, dass das also eingebettet, Polanyi-Geschichte da, dass das eingebettet sein soll und dass es also bestimmte Bereiche geben soll, die nicht dem Geld oder nicht dem universalen Geld zumindest unterworfen werden sollen. Also in welchem Maß und wie stark soll Geld eigentlich die sozialen Beziehungen bestimmen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und die zweite ist dann, oder ein zweiter Aspekt ist, Geld hängt mit Herrschaft zusammen. Man sagt ja immer, 2 Leute tauschen was Neutrales, Drittes kommt hinzu, nämlich das Geld. Und dann müssen die jetzt nicht 1000 Tauschprozesse machen, bis sie das kriegen, naturaltauschmäßig gesehen, was sie eigentlich haben wollen. Und das ist doch okay und das ist für alle gut. Man kann sich aber auch mal fragen, wer hat das Emissionsrecht? Denn das ist ja so, jemand stellt etwas Wertloses her, zum Beispiel einen 500-Euro-Schein. Von den Produktionskosten sind das, na, ich weiß es nicht, 10, 20, 30 Cent, lassen wir es ein Euro sein, ja, es ist weniger. Das heißt, jemand stellt diesen Euroschein her und kriegt dafür etwas im Gegenwert von 500 Euro, wo jemand Gedanken oder Dienstleistungen oder Muskelkraft oder was auch immer reingesteckt hat, ja. Das heißt, jemand kriegt was geschenkt. Jemand hat etwas Wertloses und dafür kriegt er oder sie etwas Wertvolles. Und da ist die Frage, wer ist in der privilegierten Position, diese sogenannte Seniorage oder Seniorage einzukassieren?
Also wer kriegt something for nothing? Das ist doch die Frage. Und das ist eine ganz wesentliche Frage. Und wenn Sie sich die Lehrbücher anschauen, der VWL, wir machen ja bei Gelegenheit eine Tagung dazu, dann findet man da sehr wenig zu. Ja? Diese Frage wird eigentlich gar nicht behandelt. Vielleicht mal bei der Senior Rich ein bisschen und dann wird gleich gerechnet, damit man das Problem vergisst. Also das ist schon das hat es in sich, ja. Dann die Frage, wer setzt den Knappheitsanker, ja? Also das heißt, Geld kann man ja beliebig produzieren, Gold oder Eisen kann man nicht beliebig produzieren. Das muss man irgendwie aus dem Boden rausholen, bearbeiten und so weiter und so fort, ja? Aber Geld, da brauche ich einen guten Kopierer und wenn kein Papierstau ist, dann kann ich da im Grunde und die Farben stimmen. Da kann ich also Billionen in kürzester Zeit kann ich da herstellen. Von Überweisungsprozessen mal ganz abgesehen, kann ich ja beliebig viele Nullen dranhängen, ja? Brauche ich nur einmal auf die Null gehen, nicht, geht das weiter. Und so kann man Geld produzieren, aus dem Nichts, so wird es ja auch produziert. Mit anderen Worten, wer sorgt dafür, dass die Hand nicht drauf ist und die Nullen also praktisch sich da fortsetzen? Wer setzt den Knappheitsanker? Und wenn dieser Knappheitsanker irgendwo schief geht, die Frage, wer trägt eigentlich die Risiken bei der Angelegenheit? Ja? Wer trägt die Risiken, wenn es schief geht? Ist das der dumme allgemeine Steuerzahler, wie in Deutschland 30 Milliarden mindestens, ja, die hier also in die Hypo-Real-Estate-Abwicklung und so weiter gesteckt wurden? Wer ist das eigentlich? Oder sind es die Gläubiger? Also diejenigen, die Aktien von Banken hatten beispielsweise oder die, die also die Anleihen gehalten haben und. Bail-in-Prozess, Bail-out, wie ist das? Ja, wir haben es ja also mit Institutionalisierung und Gerechtigkeits- und Fairnessfragen auch zu tun. Die sind ganz wichtig. Und wenn wir bei den Institutionen sind, haben wir ja ein Problem. Und das ist ja höchstwahrscheinlich auch wie ein Damoklesschwert über dieser Vorlesungsreihe so ein bisschen, ja. Und das besteht darin, wir hatten früher den Nationalstaat und die politische Demokratie, ja. Also da haben die Politiker bis in die 70er Jahre hinein agiert. Und das war so die Welt von Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt und so weiter und so fort, ja. Und da ist es so gewesen, dass der Kompromiss von Bretton Woods im Grunde besagt hat, dass die Nationalstaaten eine große Autonomie hatten. Die konnten zum Beispiel Kapitalverkehrskontrollen machen. Die konnten Importkontingente festlegen und so weiter und so fort. Das war alles möglich, ja? Hat man auch gemacht. Und das bedeutete dann, dass der Nationalstaat und politische Demokratie vereinbar waren. Dann kam aber, und da hat ja sicher der Herr Scherrer schon drüber geredet, die Idee auf, dass man eine Hyperglobalisierung macht. Als Stichwort nur die sogenannten vier Binnenmarktfreiheiten. Ja? Freie Mobilität des Kapitals und der Arbeitskräfte, zumindest innerhalb Europas. Und die Güter können hin und her transportiert werden und so weiter. Und dann ist Folgendes, dann ist das mit politischer Demokratie vereinbar, wenn man dann auch eine Globalregierung mindestens auf europäischer Ebene hat. Ja? Die haben wir aber nicht. Und in dem Moment, wo wir die nicht haben, man sieht es ja jetzt bei der Flüchtlingsproblematik, aber auch bei der Eurokrise, man kann vieles durchgehen, ja, da ist eben ein gewisser nationaler Chauvinismus, ist da vorherrschend. Und die Länder und auch die Menschen in diesen Ländern sind nicht bereit, Souveränität auf eine höhere Ebene wirklich abzugeben. Und dann kommt es halt so zu so Schmuh- und Mischgeschichten, ja, bei der Bankenunion und bei den Rettungsschirmen und. Nichts Halbes, nichts Ganzes, ja. Und das führt dann dazu, weil wir keine Global- oder Europaregierung haben, ist es dann so, dass die Hyperglobalisierung den Nationalstaat in die goldene Zwangsjacke reinzwängt. Ja? Und dann ist das Ausdruck von TTIP und dann der Fünf-Präsidenten-Bericht. Also all das, was die Eurokraten im Moment alles ausdenken, damit man nicht permanent durch alle Parlamente tingeln muss und sagen muss, Leute, das haben wir vor, ist es okay oder nicht? Ja? Um das also auszuschalten. Dazu dienen diese Sachen und das ist dann eben das Problem. Wir haben weder eine Globalregierung, wir wollen aber auch keine goldene Zwangsjacke, die wir im Moment aber weitgehend haben. Irgendein Land führt Mindestlohn ein, wandern die Arbeitnehmer halt ab. Ja? Die Deutschen machen Lohndumping in der Landwirtschaft und in Frankreich und Spanien, trotz deutschem Mindestlohn, an den sich da in dem Bereich kaum jemand hält, ja, werden die Arbeitskräfte dann freigesetzt. Ja, und die produzieren dann keine Erdbeeren mehr und Spargel und sonst was. Ja. Und das ist dann ein Problem. Das heißt, nimm zwei, aber nur zwei. Und das ist ja dieses Danny Roderick-Ding. Und das ist ein Grundproblem, was wir hier halt haben. So, kommen wir zweitens mal zu den Krisenursachen. Und ich rappel die jetzt einfach mal so durch, weil meiner Meinung nach, wenn wir über diese Krisen, also über die Finanzkrise, aber auch über die europäische Staatsschuldenkrise und Eurokrise reden,
dann haben ja viele ihr Steckenpferd. Das heißt, die sagen, das liegt daran, dass der Euro eingeführt wurde. Ja? Und dann kann der Hans-Werner Sinn da lange erzählen, warum das falsch ist. Ja? Und andere sagen, nee, das war, weil es keine einheitliche Fiskalpolitik gibt. Ja? Und wieder andere haben wieder einen anderen Punkt. Und meiner Meinung nach ist das eine sehr vielschichtige, früher sagte man überdeterminierte Krise praktisch. Und ich zähle nur mal ein paar auf und sage dann, wie all diese Phänomene zum Kernprozess, der dann der dritte Punkt ist, wesentlich beigetragen haben. Ja? Also einfach nur mal pasch runter da. Ja? Da haben wir erstens mal Deregulierung, die sogenannten Finanzinnovationen. Ja? Also Verbriefung, Sekuritisierung und so weiter. Und diese ganzen Finanzinnovationen beruhen im Grunde nicht darauf, dass was praktischer ist, sondern dass was komplizierter wird. Und dass ich einen Fool auf der Gegenseite habe. Das heißt, ich strukturiere was und der andere blickt nicht durch und dann kann ich dem da was aus der Tasche ziehen. Ja? Und das hängt damit zusammen, dass die Banken heute auf regulärem Weg kaum noch einen vernünftigen Mindestgewinn machen können. Ja? Also ich bin kein Bankenversteher oder Flüsterer, überhaupt nicht. Gell? Nächste Woche in Frankfurt geht es wieder hoch her in der Hinsicht. Ja? Aber die Banken können auf regulärem Weg, konnten viele Banken keinen vernünftigen Gewinn mehr machen, zum Beispiel, weil es da bei Finanzprodukten keine Patente gibt. Ja? Es gibt da keine Patente. Und wenn Sie dann Gebietsschutz und so Sachen aufweichen, ja, und dann alle möglichen Internetgeschichten und so weiter haben, Online-Banking etc., dann und bei der Niedrigzinsphase jetzt haben Sie keine Zinsspanne etc., dann laufen Ihnen da die Gewinne weg und Sie können nichts machen. Was machen Banken dann? Sie denken sich irgendeinen Unsinn aus, ja, und diesen Unsinn können Sie an der Frankfurter Börse bewundern, indem halt jeden Tag ein paar tausend neue Derivate dazukommen, ja. Das ist ein ganz großer Blödsinn, ja. Und der Flassbeck hat ja nun sehr explizite Auffassung schon bei seinem früheren Arbeitgeber dazu gehabt und das sehe ich ganz genauso. Also, sogenannte Finanzinnovationen dienen dazu, was kompliziert zu machen, dann verkaufe ich das als Wundertüte, ja, und dann verdiene ich Geld dran. So, wenn Sie jetzt zur Sparkasse gehen, hier am Ort, und Sie kaufen sich ein Zertifikat, ist das ganz genau das Gleiche, weil das durchschauen Sie auch nicht, das ist eine Anleihe und eine Option und bei Ihnen verhökert man das als Garantiezertifikat, ja. Finde ich nicht richtig, dass das passiert, ist in Deutschland aber erlaubt. Das reicht der unbegrenzten Möglichkeiten in der Hinsicht, in den USA ist sowas verboten beispielsweise, bei den bösen Kapitalisten da. Also, das hängt auch damit zusammen, dass es eben einen Glauben an effiziente Märkte gab. Wenn man heute Ökonomen sagt, ja, glauben Sie an effiziente Märkte, ja, dann sagen die, nein, ich glaube an alles Mögliche, aber nur daran nicht. Aber im Prinzip als Tiefenstruktur, als implizite Tiefenstruktur, ist doch so, in den Hörsälen hier, was wird denn da gelehrt? Ja? Also wenn ich ein Derivat berechne, wenn ich die Black-Scholes-Formel mir aneigne und so weiter, dann ist im Grunde ein Glaube an effiziente Märkte, zumindest an eine Normalverteilung, die ist schlicht und ergreifend gegeben. Ja? Da redet man sich dann natürlich raus, aber de facto ist es so. Gut, zweitens wenig Eigenkapital. Es ist ja so, dass die meisten Banken 97% fremdfinanziert sind. Ja? Also gehen Sie zur Bank, sagen, ich habe 3% Eigenkapital, das sagen die, ja, kommen Sie 5 Jahren nochmal wieder. Ja? Bei den Banken ist es aber regulär und die meisten beschweren sich noch, dass es diese sogenannte Leverage Ratio überhaupt gibt. Ja? Und das ist schon ein Hammer. Und Basel III, das ist eine einzige Propagandamaschinerie, um unter anderem dem Bürger einzureden, dass hier irgendetwas sicherer wird. Ja? Und dann die Fachausdrücke, Ergänzung, Tier 1, Tier 2, Tier sonst was Kapital. Ja? Das ist im Grunde alles Quatsch. Wenn Sie Gesamtbilanz nehmen, dann haben die meisten Banken 3% Eigenkapital, ja? Und nicht mehr. Gut, jetzt die sogenannten systemrelevanten Banken, die müssen ein bisschen mehr haben, aber so viel ist es auch nicht. Ja? Also wenig Eigenkapital und dann kommen die Schulden rein. Das heißt, wenn ich 3% praktisch Eigenkapital habe und meine Vermögenswerte auf der einen Seite der Bankbilanz um 3% runtergehen, dann muss ich im Grunde die Leveraging machen, dann muss ich als Bank die Kredite einschränken. Und wenn ich jetzt also einen Euro Eigenkapital weniger habe in meiner Bilanz, muss ich, wenn das wirklich diese Leverage Ratio ist, muss ich über 30 Euro Krediteinschränkung machen. Mit anderen Worten, erst geben alle Gas auf der Autobahn und dann ruft einer Hurra und dann machen eine Vollbremsung. Da wundert man sich, wenn es eine Karambolage gibt auf ganzer Fläche. Ja? Da darf man sich nicht drüber wundern. Dann ist natürlich so, Vermögensaufbau in Friedenszeiten ist ja schön
schön und gut, hat aber auch eine Kehrseite, weil wenn Leute zur Bank Geld bringen, ja, oder wohin auch immer, dann ist es so, dass dieses Geld ja Zins tragen soll, ja. Und es stimmt jetzt nicht, was ich sage, aber um es einfacher zu machen, dann arbeitet dieses Kapital und dann soll ja irgendwann am Ende des Jahres soll der Betreffende, der sich Geld ausgeliehen hat, soll Zinsen zahlen. Das heißt also, um es einfach zu machen, ein Vermögensaufbau setzt fast immer auch einen fast gleich hohen Aufbau von Schulden voraus. Das heißt also, und das hängt auch mit unserem Geldsystem zusammen, weil nämlich die Geldmenge überhaupt, das Geld in die Welt kommt, dadurch, dass irgendjemand einen Kredit nimmt. Wenn alle ihre Kredite zurückzahlen, ist die Geldmenge null und dann haben wir eine Superdeflation und können den gesamten Laden zumachen. Ja? Das heißt, über mehrere Kanäle ist unser Geldsystem praktisch auf Schuldenmachen angewiesen. Ja? Und die ganze Euro-Krise, also die Art, wie die Länder, die Krisenländer, die Programmländer, ja, Griechenland, Portugal, Spanien und so weiter, die Probleme, die haben, hängt damit zusammen, sie sollen die Schulden zurückzahlen und sparen. Und wenn sie es tun, dann schrumpft die Wirtschaft und dann funktioniert es auch nicht und die Preise sinken. Ja? Und das ist eine ganz einfache Sache. Und die hängt halt mit dem Geldsystem zusammen. Also, Vermögen ist schön, Schulden bauen sich aber gleichzeitig auch auf. Ja? Zwei Seiten einer Medaille. Dann einheitlicher Zins im Euroraum, stimmt schon, ja. Wenn man in Griechenland für eine Hypothek, meinetwegen vor Einführung des Euro, also was weiß ich, 1995, 12-13% bezahlt hat für eine Hypothek und dann plötzlich liegen wir auf 3%, dann ist kein Wunder, dass die Leute Häuser bauen, genauso wie heute ruckzuck hier alle Lücken praktisch bei der Bebauung hier auch jetzt gefüllt werden, ja. Das ist ja in Deutschland nichts anderes. Die Griechen, die waren ja jetzt nicht komisch, ja, und haben dann gebaut, sondern das macht man halt, wenn die Zinsen so sinken. Und das hätte man natürlich auch einstoppen können, ja. Die EZB, hätte ja keiner verbieten können, wenn sie zum Beispiel für griechische Banken höhere Eigenkapitalhinterlegung bei Überschreiten eines gewissen Prozentsatzes an Hypothekenkrediten wenn sich das eingestellt hätte. Das hätten die machen können, ja? EZB rät sich immer raus. Ja, einheitlicher Währungsraum und Zinsraum, das tut uns ja so schrecklich leid, ja? Aber eine Zentralbank, vor allem die EZB, die kann eine ganze Menge machen, ja? Und hat sie aber nicht. Also einheitlicher Zins im Euroraum, dann falsche Kreditvergabe. Jetzt kann man sagen, ja, das klingt aber sehr paternalistisch, ja. Der Kredit ist richtig, der ist falsch, ja. Also eine Art Aschenputteltotalitarismus, ja, die einen da, die anderen so. Und ist aber so, das Problem ist, eine Verschuldung in einer Ökonomie baut sich immer dann auf, wenn die Kredite nicht in produktive Sachen reingehen, ja. Produktive Sachen ist gemeint, dass Güter oder Dienstleistungen hergestellt werden, weil die gehen ja in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts ein. Das heißt, man nimmt einen Kredit, man erhöht jetzt das BIP und dann hat sich ja der Verschuldungsgrad nicht erhöht. Wenn ich jetzt aber einen Kredit nehme und davon Aktien in der Hoffnung, dass die Kurse steigen, kaufe oder Häuser in bestimmten Wohnlagen in der Hoffnung, dass dann da die Preise steigen, dann, das kann ja nun auch so sein, aber das BIP steigt nicht. Das heißt, der Verschuldungsgrad steigt, weil die Kredite werden aufgenommen, aber das BIP steigt nicht. Und dann nimmt der gesamtgesellschaftliche Verschuldungsgrad halt zu. Ja? Und der Turner, der hat das ja in vielen Studien, wie ich finde, ganz überzeugend dargelegt. Dann haben wir natürlich in Memoriam Hans-Werner Sinn, der jetzt pensioniert wird, ja, nicht gestorben, der Steuerlaschheitswettbewerb, ja, hat er ja mal so genannt, stimmt ja auch. Also wenn man sich's anschaut, ist ja so, dass die Einkommensteuerspitzensätze zu Zeiten unseres guten, seligen Helmut Kohl, ja, da waren die über 50%, ist ja die Welt und das Abendland nicht zusammengebrochen, jetzt liegen sie 10% drunter. Und von der Abgeltungssteuer, die ja jetzt alle wieder abschaffen wollen, ja, höchstwahrscheinlich hält der Steinbrück da eine schöne Rede, warum er sie damals eingeführt hätte, aber im Grunde damals schon geahnt hat, dass es falsch war, ja, da warte ich jetzt drauf, ehrlich gesagt. Also gut, die Kapitalbesteuerung, die hat abgenommen, ja, auch wegen dieser goldenen Zwangsjacke, ja, das Kapital, das Scheuere, hoppel, 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 wird das Kapital halt ins Ausland transferiert. Ja? So ist es halt. Und wenn man nichts dagegen tut, dann hat man von der Einnahmenseite her, hat man dann eben die Probleme. Ja?
Das ist eben so. Und wenn man so einen Typ wie den Juncker als EU-Kommissionspräsidenten sich dann vor die Nase setzt, ja, dann wird natürlich dieses Bemühen, also diese ganzen Steueroasen-Problematiken anzugehen, ist ja in gewissem Sinne ad absurdum geführt dann. Ja? Das kann man nicht anders sagen. Also Steuerlaschheitswettbewerb, auch so eine Problematik. Und es ist schon, ich werde das nie verstehen, warum Leute, die an der Regierung sind, sich selber das Wasser abgraben, indem sie praktisch diesen ganzen Steuerschmuh über Jahrzehnte zulassen. Ja? Das werde ich nicht verstehen. Und wenn man jetzt sagt, LuxLeaks, ja, wir haben den Juncker gewählt, aber wir haben es nicht gewusst. Ja? Na klar hat man das gewusst. Das ist genauso wie NOx und CO2 bei VW und anderen Kameraden. Ja? Das ist genau das Gleiche. Und ich finde das vollkommen unmöglich, dass man dann hinterher immer so scheinheilig tut, ja, das haben wir nicht gewusst, ja. Und so viel ist ja im Moment nur auch nicht passiert, ja. Ist ja mein eigentliches Metier, so Steuersachen, wenn man sich das anguckt, da weiß man manchmal nicht, ja, wo man gerade ist. Ja, dann, wenn man niedrige Bruttoinlandsproduktwachstumsraten hat, ist es natürlich auch schwierig. Weil welche Zinstheorie wir auch immer haben, nehmen wir mal an, 2-3% wäre ein natürlicher Zinssatz. Jetzt völlig egal, ob wir jetzt auf Böhm Barwerk oder auf Keynes oder Gesell oder was weiß ich. Also was war da, welche Zinstheorie wir da toll finden? Null ist sie ja wohl nicht in der Regel, ja. Und also der Zinssatz. Und wenn wir jetzt hohe Wachstumsraten haben, ist kein Problem. Also Wachstumsrate 8%, Zins 2%, dann kann aus diesem zusätzlichen Wachstum der Zins bedient werden, ja, aus diesem Mehrprodukt. Und wenn jetzt aber der Zinssatz höher ist als die Wachstumsrate, dann muss ich den Kuchen anknabbern, ja. Und dann wird der Prozentsatz, wird also größer, der jetzt eben an die Zinszahlung abzuführen ist. Und das ist ein Problem, ja. Jetzt kann man sagen, ja gut, wir müssen da jetzt das Wachstum wieder anschieben, aber es ist halt schwierig. Werden wir gleich noch sehen. Bitte? Gürtel enger schnallen. Den Gürtel enger schnallen, genau. Einige schnallen enger, andere nicht. Gell? Die schnallen auch enger, vielleicht weil sie abnehmen, aber dafür haben sie dann mehr Gürtel zu Hause rumliegen. Ja? Okay. Oder in Singapur oder was weiß ich. Ja? Naja, schön. Dann haben wir Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite. Das heißt, einige Länder exportieren sehr viel und andere importieren mehr, als sie selber exportieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, gibt's halt. Aber da ist jetzt auch wieder ein bisschen der sogenannte freie Kapitalverkehr mit im Bunde, ja, weil ohne den ging's ja nicht. Weil wenn jetzt jemand mehr importiert als exportiert, muss ich ja irgendwo das Geld pumpen, damit er mehr importieren als exportieren kann, ja. Und jetzt die Frage, ja, wo kriegt er denn das her? Und das kriegt er natürlich von dem, der die Exportüberschüsse hat, ja. Also irgendein Land exportiert Autos, dann will jemand anders in dem Land auch ein Auto haben, dann sagt er, ich hätte gerne einen Kredit. Und dann sagen die das Auto verkauft haben, ja prima, wir haben hier gerade Überschüsse, wir würden das dir gerne ausleihen. Ja, dann kriegen wir Zinsen und wir können noch mehr Autos verkaufen. Das ist ja mal ganz kurz gesagt die Euro-Geschichte vom deutschen Exportüberschussland aus betrachtet. Ja? Und das ist doch toll. Und vor der Finanzkrise, ja, hat doch kein Mensch in Deutschland gesagt, das ist schlecht. Und es ist ja heute noch so, dass man sagt, die Leistungsbilanzüberschüsse, ja, das ist eine ganz, ganz famose Angelegenheit. Und da klopft man sich auf die Schulter und 7% Leistungsbilanzüberschuss, ja. Und die Deutschen haben zwar viel verloren in der Geschichte, aber jetzt zeigen sie es mal so richtig, ja, was in ihnen steckt, gell? Ein bisschen ist es doch so. Ist doch so ein bisschen wirtschaftlicher Nationalchauvinismus. Aber jetzt muss halt ein bisschen abgezweigt werden, weil sich's rumspricht. Gut. Und dann haben wir die ungleiche Verteilung. Die spielt dann natürlich auch noch eine Rolle, ja. Je mehr, da werde ich gleich noch ein Schaubild zu zeigen, je ungleicher die Verteilung ist, je mehr müssen Roulette-Spielchen im Finanzbereich stattfinden, damit die Leute nicht sagen, wohin mit meinem Geld, der sogenannte Anlagenotstand. Ja? Gibt ja verschiedene Notstände und das ist jetzt auch neuerdings einer. Und dann natürlich die Regelverletzung und den Betrug, das hat massiv stattgefunden, ja, teilweise fast ganz legal, indem ich zum Beispiel, was weiß ich, bestimmte Tochtergesellschaften nach Irland verlege und die irische Finanzaufsicht sagt, ja, wir sind ja alle ein bisschen gelassener, ja, grün beruhigt und so. Und ja, es war ja so, nicht? Die Hypo Real Estate, da wurde der Hypothekenladen, der wurde da nach Irland transportiert, ja.
Und dann hat man gesagt, ja, das ist ja weit weg da drüben und so und kümmert uns nicht. Und wenn es dann schief geht, dann darf der deutsche Steuerzahler ran. Ja? Und diejenigen, die da die Hypo Real Estate praktisch ruiniert haben, die wollen dann plötzlich noch höhere Abfindungen in Millionenhöhe haben. Ja? So lief das ja. Und dann natürlich verhindern einer Weltwirtschaftskrise, was die Politik betrifft. Das heißt also, man hat gesagt, also ein Adolf hat gereicht und wir wollen nicht nochmal eine Weltwirtschaftskrise haben. Und die hat es deswegen gegeben, weil die Zentralbank die Zinsen rauf, nicht runtergesetzt hat, weil sie die Geldmenge kontrahiert hat und nicht ausgeweitet hat, weil es keine Brüning und so weiter, keine Fiskalpolitik gegeben hat. Und dieses Mal machen wir das ganz anders. Und das ist natürlich richtig unter dem Gesichtspunkt, dass das Bruttoinlandsprodukt dann nicht sinkt. Aber man kann auch sagen, das ist in gewissem Sinne eine Insolvenzverschleppung und natürlich auch, mal hart gesagt, eine Klassenpolitik. Ja? Denn das ist ja so, wenn ich eine Weltwirtschaftskrise verhindere und eine Bereinigung verhindere, dann sind ja die Vermögenswerte, die sinken nicht und das kann den Reichen nur recht sein, weil die dann keine Vermögenswertverluste zu verzeichnen haben. Und die Weltreichtumsberichte zeigen ja ein merkwürdiges Phänomen, dass nämlich trotz Finanzkrise, und dann ging es mit dem BIP ja schön runter, teilweise bis -5%, selbst hier im Land, und das hat praktisch die Vermögensposition der Reichen absolut und vor allem relativ gesehen überhaupt nicht verändert. Ja? Also da gab es irgendwie, da ging es nicht ins tiefe Tal, sondern schwupp, so kleine Delle und wupp, weiter. Ja? Das ist die Frage, wie geht das denn? Und das hängt auch mit dieser Rettungspolitik fundamental zusammen. Ja, hier mal ein paar schöne Bildchen. Das ist schon ganz alt, war mal in der New York Times, ja. Und also vor vielen Jahren und Trillionen, das ist jetzt also nicht Donald Duckland oder so, sondern halt die amerikanische Berechnungsweise, das sind dann Billionen. Und wir schauen nur mal Italien. Wenn man sich fragt, wo kommt die europäische Solidarität her? Antwort: aus den Verflechtungen der Zahlungsströme. Ja? Da kommt es her, nirgendwo anders her. Also zum Beispiel der italienische Staat und italienische Kreditoren, ja, also Leute, die Kredite aufgenommen haben, Banken und so weiter, da schuldet Italien französischen Kreditinstituten so viel Geld, dass das 20% des französischen Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Mit anderen Worten, wenn Italien Bach untergeht, und das könnte ganz schnell passieren, ja, also im Moment macht mir alles, dass da keiner drauf guckt, aber die Staatsverschuldung steigt, die Wirtschaft, die dümpelt so vor sich hin, ja, diese Reformprozesse, ja, eine Riesenopposition, Lega Nord und die Fünf Sterne und wer da sonst noch so alles rumgeistert. Und also insofern weiß man gar nicht so recht, was davon zu halten ist. Auf jeden Fall, wenn Italien einen Bach runtergeht, dann ist Frankreich mit dran, ja. Also wenn ein großes Euroland, ein großer Flächenstaat in die Knie geht und das kann ruckzuck passieren, dann sind praktisch alle mit dran. Und aus dem Grund will man auch eine Vergemeinschaftung vieler Dinge, zum Beispiel der Einlagensicherung. Ja? So nach dem Motto, wir machen eine gemeinsame Einlagensicherung und dann sagen einige, ja, aber in ein paar Länder gibt es die ja noch und da sagen die, umso wichtiger für uns. Ja? Also ist jetzt polemisch, gebe ich auch zu, aber in die Richtung geht es ja im Moment ein bisschen. Jetzt ist so, dass man die öffentliche Verschuldung aber auch nicht schon mal als Vorspann nicht übertreiben sollte. Da unten sieht man das, das ist also in Billionen die öffentliche Verschuldung in der Eurozone, darauf bezieht sich das, und von 2001 bis 2009. Ja? Und das ist zwar ein bisschen raufgegangen, aber so schrecklich viel ist es auch nicht. 100%, ja, kann man sagen, naja, schön, Maastricht, da war ja eigentlich mal 60% vorgesehen. Jetzt springen wir halt drüber, ja, vorher Limbo, drunter, jetzt drüber. Also gut, aber entscheidend ist an dem Punkt hier die Privatverschuldung, ja. Das heißt also, die Privatverschuldung, die ist das eigentliche Hauptproblem in der Eurozone, bei dieser ganzen Verschuldungskiste. Und hier ist natürlich noch ein kleines Problem, auch Märkte können irren, ja, man soll es nicht glauben, ja, und sogar Ratingagenturen. Hier sieht man mal, dass diese Zinsdifferenzen nach Einführung des Euro halt saftig runtergingen, weil man ja kein Wechselkursrisiko mehr drin hatte. Und dann waren halt die griechischen Anleihen, die haben gerade noch 0,2% mehr gebracht als die deutschen. Und da kann man jetzt zwei Theorien zu haben. Meine Theorie ist, dass die Märkte einfach in so einen Optimismus verfallen dann, ja, die Ratingagenturen freundliche Urteile ausstellen
Und dass man sich in so eine kollektive Selbstlüge reinredet, ja, und reinlebt. Und das sieht man halt hier. Und wenn man sich die Euro-Konstruktion, also die Konstruktion des Euro-Rahmens vom Vertrag herschaut und von der Funktion der EZB, dann ist das ja eigentlich ein Schlag ins Gesicht. Weil da ist der Gedanke ja der gewesen, wir machen die Maastricht-Kriterien, wir misstrauen dem Staat, deswegen die 3% und die 60% Verschuldung, ja, und den Rest, den überlassen wir dem privaten, spontanen Wirtschaftsgeschehen, ja. Weil eine Bank wird einen Kredit nur vergeben, wenn der Kreditnehmer seriös ist. Wenn das nicht ist, wären sie ja schön blöd, ja, verlieren sie das Geld einerseits und zum anderen Reputation, ja. Und das ist natürlich alles so nicht gewesen. Das heißt also, man hat sich da in so eine kollektive Euphorie, in so einen Überschwang hineinkatapultiert, ja. Mit anderen Worten, die sogenannte Marktdisziplin, die dem Euro-Projekt eigentlich als ja doch in weiten Punkten neoliberalen Projekt zugrunde lag, die hat sich als ein Schlag ins Wasser erwiesen. Ja? Deswegen finde ich es jetzt ausgesprochen komisch, wenn man sagt, ja, der Staat muss sich aus vielen zurückziehen, jetzt müssen die Märkte wieder ihre wunderschönen Bewertungsaktivitäten da entfalten. Ja? Das erweist sich immer wieder als falsch und das ist schade, weil es wäre ja schön. Das ist eine tolle Sache, wenn die Märkte vernünftig werden, die Einzelakteure, ja, wenn die vernünftige Entscheidungen treffen, wenn die keine übertriebenen Kredite vergeben würden und. Das ist eine tolle Sache, ja. Man hätte eine freie Spielwiese. Das würde ja eigentlich dem gesellschaftlichen Selbstverständnis hier in Europa entsprechen. Nur leider tun die wirtschaftlichen Akteure im Aggregat uns diesen Gefallen nicht. Das ist schade. Es ist eben so. Ja, hier haben wir mal die Ungleichheit der Einkommen, der gute Piketty halt. Es gibt höchstwahrscheinlich immer dann Krisen, wenn die oberen 10%, über 40% des Nationaleinkommens in der weiten Definition haben. Ja? Dann gab es ja die Zwischenkriegszeit, die große Moderation und so weiter, Mittelstandsamerika, soziale Marktwirtschaft hier und etc. Und jetzt geht es wieder nach oben, in den USA stärker als in Europa, aber der Trend ist gleich. Mit anderen Worten, je stärker die Ungleichheit ist, je ungleicher die Vermögensverteilung ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass es irgendwann kracht. Ja? Weil dann eben die Überschüsse, die Vermögensüberschüsse sehr groß sind und die Nachfrage der Bevölkerung, und da haben Leute wie Flassbeck und Keynesianer recht, die breite, kaufkräftige Nachfrage ist nicht da, dann gehen die Investitionen nicht in den Realsektor und dann frage ja, wo gehen sie dann hin? Dann gehen sie halt irgendwo in den Finanzsektor. Und das kann ja auch auf viele Jahre gut gehen, ja. Also die Kurse von Aktien und Anleihen und so weiter, die steigen und fallen halt. Und man kann sich da so richtig reinsteigern, ja. Also meinetwegen bei Aktien. Ein paar Leute fragen Aktien nach, andere springen auf, dann steigen die Aktien noch mehr, dann kaufen wieder andere. Also das kann eine ganz schöne Weile gut gehen, so eine Aktion. Aber irgendwann langt es dann eben. Ja, hier Staatsschuld und Geldvermögen in Deutschland, kann man halt sagen, die Staatsschuld wäre weg, die 2 Billionen, ja, wenn man halt hier die Geldvermögen ein bisschen mehr herangezogen hätte. Hier sehen wir die langfristige Wachstumsrate, also diese These aus der Krise herauswachsen. Das ist ja im Grunde die Lieblingsstrategie im Euroraum. Ja? Also wenn man irgendjemanden fragt, ob das nun EU-Kommission ist oder in Berlin da irgendwelche Leute, in der Regel ja, beim Polit-Establishment, bei der großen Koalition, die wir ja sowohl in Berlin, aber auch im EU-Parlament haben, ja, ist ja im Grunde eine GroKo, ja, ein riesen GroKo. Ja? Und ist halt so. Und die setzen alle auf Wachstum, ja. Und die Kommission und auch die internationalen Institutionen, der IWF und so weiter. Wachstum, 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 Wachstum. Ja, es ist nur halt eben nicht da, ja. Man kann sich überlegen, warum es nicht da ist. Bitte? Man muss glauben. Glauben, genau. Aber irgendwann gibt es die Zahlen, ja. Und die Zahlen sagen nicht nur immer die Unwahrheit, sondern die sprechen halt eine klare Sprache. Und Glaube ersetzt die Steuereinnahmen ja nicht unbedingt. Ja? Irgendwann merkt man es halt. Ja, hier haben wir mal die deutschen Außenhandelsüberschüsse. Und das geht nur von Januar bis August 2011. Das heißt also deutlich nach der Finanzkrise hat man gesagt, ja, das readjustiert sich alles so. Ja?
Und viele sagen ja, die Deutschen, die exportieren ja da zu den Chinesen und den Amerikanern ja und so weiter. Das ist ja gar nicht so schlimm. Aber irgendwo ist doch schlimm, weil deutlich nach der Finanzkrise waren diese Handelsbilanzungleichgewichte, ja, oder Leistungsbilanzungleichgewichte, die hat es nach wie vor gegeben. Gibt es ja heute noch, ja. Und wenn man sich das anschaut, ist ja so, dass insgesamt die Handelsbilanzüber- oder Leistungsbilanzüberschüsse der Bundesrepublik selten so hoch waren wie jetzt, ja. Und wird ja mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht auch in diese Länder ging. Ja, hier haben wir diese Geschichte von Piketty mit der Kapitalrendite und der Wachstumsrate. Das ist ja so eine Diskussion. Wie will man die eigentlich berechnen? Ja, also zu Jesu Geburt da zum Beispiel, ja. Also wie viele Daten haben wir über die Wachstumsrate, nicht? Wenn Sie ganz Bibel durchgehen, so viele Daten sind es nicht, ja. Also ist halt so. Und unsere Wirtschaftshistoriker, alles wird ausgewertet, aber so viel gab es halt nicht, ja. Und also na schön, aber irgendwie stimmt es schon, dass die Kapitalrendite über der Wachstumsrate war. Und dann müsste rein logisch gesehen irgendwann das gesamte, die Wachstumserträge komplett von der Kapitalrendite aufgesogen werden, da müssten alle verhungern. Ja? Und das ist ja nun mal nicht der Fall gewesen. Und es hat auch nicht jeder einen Garten gehabt, um dann doch zu überleben. Ja? So war es ja nicht. Und dann ist die Frage, ja, wie kommt das denn nun? Und dann haben wir, hoppla, dann haben wir hier das nächste Schaubild. Und das ist im Grunde das Gleiche wie hier, also von da und bang kommt das. Ja? Und der Unterschied ist hier, dass da eben die Steuern, ja, vorher Kapitalrendite vor Steuern, hier Kapitalrendite nach Steuern und Kapitaleinbußen, ja, also Kriege und so weiter. Und da sieht man, dass also, wenn wir die Kriege mal weglassen, die Kapitaleinbußen, also auch Währungsreformen und so weiter gehören dahin, dass also hier eine deutliche Besteuerung doch über viele, viele Jahre stattgefunden hat, von 1913 bis eigentlich bis 2000 so ungefähr. Ja? Das ist ein bisschen schwer zu lesen, weil das so Zeitintervalle sind. Also die Phase, wo wir sagen, das war der gute Kapitalismus in Westdeutschland, das war eine Ausnahme. Ja? Der normale Zustand unseres Wirtschaftssystems sieht so aus, dass die Kapitalrendite deutlich über der Wachstumsrate liegt und dass die Verteilung immer ungleicher wird. Ja? Das ist sozusagen der Normalzustand. Und das, was wir so, rheinischer Kapitalismus und so, was wir da gewöhnt sind, das war eine Ausnahmesituation. Ja? Hervorgerufen durch sehr, sehr hohe Einkommensteuern, teilweise ja bis zu 80%, sogar in USA und Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann aber auch dadurch, dass es halt den Kommunismus direkt hinterm Bretterzaun, gerade hier Kassel und so, ja, oder anderen Zäunen gegeben hat. Und da musste man sich ja ein bisschen betragen sozusagen, um dann positiv sich abzuheben. Und dann natürlich auch Mitbestimmung, ja, Unternehmensmitbestimmung, auch so eine Sache, lieber Mitbestimmung als Enteignung, das war ja damals die Sachlage nach 45. Und so ein ganzes Panorama an Phänomenen hat dazu geführt, dass das halt so war. Und in dem Moment, wo der Staat nicht voll dagegen hält, gibt's halt zack, geht die Schere wieder auf. Und das Problem an der Sache ist, dass das eigentlich unserem Staatsverständnis widerstrebt. Im Grunde ist doch so, da hat der Schumpeter schon schön darauf hingewiesen, ja, in der Neuzeit ist es so, wir haben praktisch eine Zivilgesellschaft, ja, eine bürgerliche, Hegel und so, bürgerliche Gesellschaft, und da regiert der Staat nicht so richtig rein, ja, und beeinflusst die so voll, indem er da kräftig den einen was wegnimmt, den anderen was gibt und so weiter. Das ist eigentlich nicht so wirklich vorgesehen, ja. Und das müsste der Staat aber machen, damit praktisch wir hier eine halbwegs ausgeglichene, nivellierte Mittelstandsgesellschaft, wie das dann früher mal geheißen hat, damit wir die haben. Und das ist ein Grundproblem, ja, und darüber debattiert man ja aller Ecken. Ja, ausgeglichen wird es halt nicht durch die Vermögens- und Erbschaftssteuer, Deutschland da ganz oben, ja. Also sehr, sehr gering. Und dann jetzt, das hat Herr Flassbeck garantiert gebracht, ja, da hat er auch recht mit, dass also die Entwicklung der Lohnstückkosten auch ein Riesenproblem waren. Die Deutschen hatten zu geringe Löhne, also die schwarze Linie ist ja diese 1,9 oder 2% Zielinflationsrate der EZB,
Und dann lagen da halt die Löhne drunter in Deutschland, die schöne blaue Linie und oben die hellblaue. Das sind die südeuropäischen Länder halt so, außer Italien, ja? Weil wir da keine Lohnanpassung haben. Deswegen ist Ex-Italien. Und dann, jetzt würde ich mit Ihnen wetten, das hat der Flassbeck garantiert gebracht, oder? Ja, genau. Also, da haben wir nochmal Griechenland und Deutschland. Und jetzt ist die Frage, das moralische Narrativ sozusagen, wer ist jetzt ein größerer Bösewicht? Ja? Oder wer hat die Währungsunion mehr beschädigt, Deutschland oder Griechenland? Und ich würde sagen 50-50, ja? Also wenn wir jetzt mal weglassen, dass Griechenland halt nur einen kleinen Prozentsatz, Anteil da hat. Ja? Aber in Bezug auf die Zielverfehlung schenkt man sich nichts. Ja? Der eine nach oben, der andere halt nach unten. Und das weist ja auf ein merkwürdiges Phänomen hin. Und das Phänomen besteht darin, dass die Stabilität oder die Funktionsfähigkeit eines Währungsraums, so wie im Euroraum, von der Lohnpolitik abhängt. Ja? Und das kapieren natürlich viele nicht, weil wir hierzulande und überhaupt in der volkswirtschaftlichen Disziplin haben wir Experten für Geldtheorie und Geldpolitik. Dann haben wir welche für Arbeitsmärkte, ja, und solche Sachen. Und im Grunde hängt das aber unglaublich zusammen. Denn wenn im Lohnbereich, ja, wenn da fundamentale Fehler gemacht werden und man von der Ziellinie 1,9% da deutlich abweicht, ja, dann kriegt man Probleme. Weil dann ist im einen Land eine höhere Inflation, dann war ja in einigen Ländern waren sogar reale Negativzinsen, ja. Die hatten 5% Inflation, die EZB hat 2% Zins gehabt. Ja klar, dann zahle ich am Ende des Jahres real weniger zurück. Ja? Für Deutschland war es über viele Jahre umgekehrt. Da war der Zins im Grunde zu hoch. Und das führt eben dazu, dass es dann zu Ungleichgewichten kommt. Und das liegt im Grunde an den Arbeitsmärkten. Und da ist dann ein Riesenproblem dahinter, weil wir ja eigentlich Tarifautonomie haben. Ja? Und die EU-Kommission tut ja jetzt so, über die Wirtschaftsräte, die sie einrichten wollen und dieser 5-Präsidenten-Bericht, da tut man ja so, als wenn eine Regierung sagen kann, kusch jetzt hier, Tarifverhandlungspartner, ja, Herr Wieselski kommt ja noch, gell, der wird ja beweisen, dass das schwierig ist. Und ihr dürft jetzt so, nur so und so viel die Löhne erhöhen, das funktioniert ja nicht. Ja? Da müssen wir das Grundgesetz ändern, das wäre nicht so gut. Also das ist ein Problem dahinter. Gut, Vermögensverteilung, eh klar, hier USA. Und das Problem, der Zusammenhang zwischen Ungleichheit, Nachfrage und Kredit, der besteht halt darin, dass die Reichen eine höhere marginale Sparneigung haben. Ja? Wenn das auf zunehmende Ungleichheit trifft, dann sind so und so viele Sparbeträge da, aber die Investitionen nehmen nicht zu, weil die Armen ja nicht so viel Nachfrage entfalten können. Ja? Und jetzt, wie kann ich das ausgleichen? Na ganz einfach, die Reichen leihen den Armen praktisch das Geld, Privatkeynesianismus, wie es so schön heißt. Ja? Und der Herr Greenspan als zentraler Notenbanker sagt, ich gucke ja nur drauf, ob die Cornflakes teurer werden und ob dann die Aktien- und Immobilienmärkte durch die Decke gehen. Ja? Das interessiert mich nicht, da kann ich gar nicht genau sagen, ob das jetzt eine richtig schlimme Inflation und Bubble und so weiter ist, hat er ja immer erzählt, gell? Trotz seines Bekenntnisses, dass er sich geirrt hat. Und also die Zentralbank, die rennt wie so Scheuklappen da, ja, mit Scheuklappen wie die Pferde in Wien da, vom Prater läuft da rum. Und die Reichen, die geben den Armen das Geld und die haben halt eine Kreditkarte nach der anderen, so ungefähr, ja. Dann kann das funktionieren und dann wird der deflationäre Impuls neutralisiert. Aber das geht halt nicht ewig gut, ja? Weil irgendwann häufen sich die Schulden auf. Und irgendwann zeigt es sich, dass halt die amerikanische Mittelschicht und Unterschicht seit den 70er Jahren keine Reallohnerhöhung mehr hat. Ja? Da kann man sagen, ja, aber es ist doch so, dass das Bruttoinlandsprodukt in den USA, auch wenn da geschummelt wird über Hedonic Pricing ein bisschen, ja, das ist doch gestiegen. Ja klar, nur wer hat es einkassiert? Nicht? Bush und seine Freunde. Die Denver Clans, klingt jetzt einfach, ist aber so, ja, so ist es einfach gewesen. Ja, jetzt kann man natürlich eine Deutungsfrage mal so als Zwischenfazit stellen, ist das jetzt eine Folge des Neoliberalismus? Und man kann sagen, irgendwie schon ein bisschen, ja.
weil der Glaube an effiziente Märkte hat dazu geführt, man hat keine europäische Bankenkontrolle gehabt. Die europäischen Banken, ja, Inc. und so weiter, nicht mit Dirk Nowitzki und so weiter, sammelt hier das Geld ein, ja, gab aber keine europäische Bankenkontrolle. Von den Isländern ganz abgesehen, gell? Dann die EZB hatte keinen Rettungsanker für schlechte Zeiten. Die EZB macht jetzt eigentlich Sachen, die sie gar nicht dürfte im Grunde, ja? Finde ich, steht nirgends. Ja? Machen die einfach. Gell? Und alle sagen, ja gut, ohne den guten Draghi wäre jetzt das Kartenhaus zusammengefallen, ja, und dann ist das schon besser. Aber so ganz legal ist das nicht. Ja, und da darf man sich nicht wundern, dass die Leute dann zu Alpha marschieren und sagen, wir wollen jetzt mal Kleinbürger sein, die da ein bisschen drauf pochen, dass Verträge auch eingehalten werden. Oh. Na gut, und noch ein paar andere Sachen. Der Kernprozess besteht darin, wir haben immer ein Displacement. Das ist meiner Meinung nach der Kernprozess. Das heißt eine Bonanza. Ja? Und das sind halt, da werden gerne die Tulpenzwiebeln genommen und die Junkbonds und der neue Markt und was weiß ich nicht. Ja? So alle möglichen teilweise idiotischen Sachen. Aber auch Innovation, meinetwegen Mississippi oder man hat da Anleihen von Ländern, die es gar nicht gab, verkauft. Ja? Gibt es 1000 Beispiele. Nicht? Also der Dummheit sind keine Grenzen gesetzt. Schön, da gibt es dann neue Möglichkeiten, einen Boom, Euphorie, Abweisung, Unbehagen, Panik, Misskredit, Depression, ja, und dann ist das fast immer, wenn es so richtig zu einer schönen Krise führt, mit Verschuldung verbunden. Und diese Verschuldungsfähigkeit hängt immer auch mit dem Geldschöpfungsprivileg der Banken zusammen, ja, weil die nämlich aus dem Nichts Geld schöpfen können, das ist einfach so, ja. Da steht da zwar im Menkew anders, aber das ist halt nicht richtig. Ja? Da kann der Herr Menkew für alle möglichen amerikanischen Feds gearbeitet haben. So einen Unsinn schreiben die trotzdem. Ja? Also wenn zum Beispiel ein Physiker irgendeine falsche Formel wo reinschreiben würde, ja, dann würde es Klatsch machen und irgendwas würde schiefgehen. Und jetzt kann man sagen, ja, in der Ökonomie ist das nicht so. Aber vielleicht liegt die Finanzkrise auch daran, dass sowas in den Lehrbüchern steht. Ja? Und einiges dann auch glauben. Na schön. Lass ich weg. Es gibt also, hier hatte ich die verschiedenen Theorien, ja, die es so gibt und was die so annehmen und dass man nur oben rechts das wird hier gelehrt in der Regel. Da bleibt noch eine Menge übrig, aber da ich ja schon diese Zeitansage hatte, ja, lass ich das mal weg. Gibt natürlich Leute, die was dagegen machen, zum Beispiel plurale Ökonomen, die bei der Jahrestagung in Münster was gemacht haben. Schöne Diskussion mit dem unvermeidlichen Herrn Bachmann. Und ein paar anderen, das war jetzt lustig. Da gibt es neue Hochschulgründungen, ja, in netten Gegenden. Ja. Die Rheinbrücke ist glücklicherweise ein paar weiter. Und dann gibt es eine Tagung über Lehrbücher, jetzt bald, nicht? Oh Schreck, was war das Vortrag? Findet das statt? Also da gibt es schon Leute, die dagegen halten. Und dieser Kernprozess, den es halt eben gibt auf Finanzmärkten und der in den Lehrbüchern selten steht, der führt halt immer zu irrationalem Überschwang und dann zack, ja. Und das ist das Problem. Und Geld- und Finanzmärkte haben halt Besonderheiten, ja. Also wenn eine Bank pleite geht, dann gehen viele andere auch mit pleite, ja. Man hat da Interdependenzen, man hat too big to fail, der Zahlungsverkehr bricht zusammen. Wenn VW pleite gehen würde, hätte das nicht solche Folgen. Ja? Das können wir auch vom Kreditdings her nehmen. Und jetzt wurde ja schon gesagt, ich würde auch ein paar Reformvorschläge bringen. Ja? Mache ich jetzt auch gleich. Ein systemtheoretisches Fazit erstmal. John Kay, der hat ein schönes Buch geschrieben, Other People's Money. Das ist ein Titel von George Brandeis aus dem Jahr 1913. Dann von Max Otte in dem Verlag übersetzt und so. Und meiner Meinung nach sind die Finanzmärkte ein offenes, selbstreferenzielles zum großen Teil, also offen gegenüber politischen Einflüssen, gegenüber Erdbeben sogar, ja, Baringsbank-Zusammenbruch und so, nicht linear, man kann keine linearen Kausalitäten feststellen, ein hypersensitives System, irgendwo passiert was, ja, und alle erschrecken sich, ja, und sofort triggert das durchs ganze System durch, ja. Also es gibt da praktisch keine Inertia, das ist ja auch wertvoll. Ja? Und es hat positive Feedbacks. Ja? Positive Feedbacks heißt, an irgendeiner Stelle passiert was, geht was rauf und woanders führt das dazu, dass auch irgendwas rauf geht. Und es ist nicht so wie bei einem Schaukelstuhl, ich trete dagegen und es balanciert sich wieder aus. So ist das nicht.
Das ist aber die Annahme, die praktisch die klassischen Leute machen. Die Regulierer nehmen das eigentlich an, ja, wenn man das mal ganz genau sich anguckt. So, das heißt ein offenes, selbstreferenzielles, komplexes, evolutives, nicht-lineares System. Und da ist es, um diesen Spruch von Hayek mal zu gebrauchen, Anmaßung von Wissen zu glauben, man könnte das so komplex lassen wie bisher und dann guckt man mit ganz superlativen Ferngläsern drauf, ja? Und dann sieht man, da kommt eine Gefahr, ja? Und das ist Quatsch, weil in einem komplexen System kann man das so nicht sagen. Man muss die Strukturen ändern und man muss es, ja, also diese Lebenshilfebücher, habe ich mal eins gelesen, ja, habe ich da vergessen, was drin steht, aber der Titel war gut, Simplify, ja. Man muss das ganze System vereinfachen, man muss es linearisieren, ja, man muss die Komplexität rausnehmen, man muss Verbriefung, jetzt sollen die Verbriefungen ja wieder gefördert werden und so weiter, das muss man alles zurückschrauben. Man muss den Hochfrequenzhandel, muss man ausstoppen, indem man eine Haltedauer von 5 Sekunden, ja, das wäre ja für die Hochfrequenzhändler der Weltuntergang, ja. Das wäre das Allerschlimmste, was passieren kann. So Sachen muss man machen. Vereinfachen, entschleunigen, reduzieren, habe ich erfunden, dieses idiotische Wort. Ja? Kommt von Redundanz, nicht? Es sollte, muss da ein Verb werden. Und es soll realökonomisch geerdet werden und linearisiert, wie schon gesagt. Das heißt, einfache Strukturreformen statt kompliziertes Feintuning. Und jetzt können wir eine riesen Debatte hier führen, Mama zum Glück nicht, über die einzelnen Reformvorschläge. Ja? Also zum Beispiel, welche Verbriefungen sind zugelassen? Ja? Welche Dinge dürfen einer Finanztransaktionssteuer unterworfen werden, welche nicht? Wie unterscheiden sich gedeckte, ungedeckte Leerverkäufe? Welche Kreditausfallversicherungen sind möglich? Und da hat die EU ein wirklich diabolisches, bürokratisches Monstrum erschaffen, ja? Und so hoch ungefähr sind die Regularien und die Verordnungen und dann die technischen Ausführungsbestimmungen. Dann werden Stresstests gemacht, alle 3 Tage Stresstests, ja? Nicht? Dann macht die Kommission macht Stresstests, dann die EZB, ja, dann Stress, dann testet sie hier mal Stress und da mal Stress bei den internen Modellen. Dann sagen sie ja, die 3.500 restlichen Banken neben den systemrelevanten, die können wir doch bei Gelegenheit auch mal Stress testen, ja. Und so geht es in einem fort. Und letzten Freitag, ja, ich lasse hier ein paar Folien weg und fasse das so zusammen. Letzten Freitag war eine witzige Diskussion in Frankfurt. Da war der Curé und einige Ökonometriker und, ja. Einer von der Bank of England und so weiter. Und dann haben die gesagt, das ist ja eigentlich toll und überwältigend. Wir haben Billionen von Daten, ja. Alleine Hochfrequenzhandel in 3 Minuten, ja. Da kann ich schon 20 Jahre irgendwie untersuchen, was da eigentlich passiert ist. Wie viele Zehntausende Trades da in ein paar Sekunden passiert sind. Und dann haben die gesagt, das stellt ja völlig neue Herausforderungen, ja. Und das ist meiner Meinung nach eine gewisse Form des Wahnsinns auch, zu glauben, dass man all das so in den Griff kriegen kann. Und jetzt werden in Frankfurt die Immobilienpreise raufgetrieben, indem dann ein paar hundert oder jetzt 1250 neue Leute bei der EZB angestellt werden und, ja. Und bei Gelegenheit muss, und dann brauchen wir uns über die NSA nicht mehr beschweren, muss jeder Kredit, der vergeben wird im Euroraum über 25.000 Euro, da hat der Keuré, der im Direktorium der EZB sitzt, sich drüber lustig gemacht, hahaha, die Deutschen und der Giegold, ja, da muss jeder Kredit gemeldet werden über 25.000 Euro und wird dann da notiert. Dann sagt man, ja, aber das ist was mit Datenschutz, da sagen, wird anonymisiert. Und dann fragt man, ja, was soll doch pro Kredit 120 Daten weitergegeben werden, wenn das anonymisiert ist, wie kommen Sie dann auf 120 Daten? Naja, ganz so ist ja nur auch wieder nicht. Ja? Also mit anderen Worten, diese EU artet praktisch wirklich in einen Leviathan und in ein bürokratisches Monster aus. Und der Endeffekt wird sein, dass die kleinen Banken, also Sparkassen, Volksbanken, Ethikbank, Umweltbank, Triodos, GLS und wie sie alle heißen, ja, dass die auf der ganz, ganz schlechten Seite stehen. Ja? Auch wegen anderen Sachen, ja, weil der Zahlungsverkehr, der wird jetzt praktisch teilweise überflüssig gemacht, die Zinsmargen fallen weg und vor allem die Regulierung. Und ich habe als Student die ökonomische reaktionäre Regulierungstheorie immer für Quatsch gehalten, für völligen Unsinn und für Propaganda von Stigler und anderen Leuten. Die besagt nämlich, dass Regulierung von den starken Marktplayern, den Politikern, eingeflüstert wird, damit die regulieren
und das schafft Marktzugangsbarrieren und das ist besser für die Großen, obwohl sie ein bisschen reguliert werden. Ja? Das ist im Grunde die Regulierungstheorie der Ökonomen, ja? Public Choice mäßig. Und da ist aber was dran. Deswegen jetzt als Schlussfrage, also hier mal diese ganzen eine einzige Superblase statt Reinigungskrise weltweit, geht die Verschuldung rauf. Ja? Man sagt immer, ja, wir sparen und wir passen an und. Alles Unsinn. Ja? 2000, wir haben die vier Sektoren, also den Staat, die Haushalte, die Regierung und die Finanzunternehmen. Und brutto gesehen ist die Verschuldung von 2000 auf 2007 von 87 auf 142 Billionen gestiegen. Ja? Und zwischen 2007, also Ausbruch Finanzkrise, bis jetzt, sagen wir mal, 2014, ist die Treppenstufe praktisch nochmal ums Gleiche raufgegangen. Ja? Mit anderen Worten, es wird eine immer größere Verschuldungsblase hier aufgebaut, eine Superblase, ja. Und jede Blase, ja, platzt mal, ja, wenn man da keine Erleichterung schafft. So ist das halt. Das könnte man jetzt hier an sehr, sehr vielen Beispielen zeigen. Und das tue ich aber nicht, sondern das Grundmuster, die Bankenunion, die Staatsverschuldung ist gestiegen. Und so weiter. Vielleicht dieses noch und dann zwei, drei Reformvorschläge. Das ist eine ganz total witziges Schaubild. Das zeigt nämlich die Zunahme der Verschuldung einiger Länder, also Staatsverschuldung ist hier, ja. Darauf bezieht sich das nach der Finanzkrise. Und da sagen die Europäer ja, wir sind auf dem richtigen Weg, ja. Spanien, die Arbeitnehmer merken es zwar nicht, aber da ist jetzt die Talsohle überschritten und wir sind über dem Berg. Das ist ja so die Parole, die ausgegeben wird. Und wenn jetzt die Griechen hat man jetzt endlich mal da in die Tasche gekriegt, dass die da auch auf dem richtigen Weg sind und jetzt die Portugiesen jetzt gerade, naja, da kann ich nichts machen. Aber im Prinzip war das richtig, die Austeritätspolitik. Und hier sieht man mal, um wie viel Prozent zwischen 2007 und 2014, das ist diese nicht ganz unbekannte McKinsey-Studie, die da gemacht wurde, um wie viel da die Staatsverschuldung gestiegen ist. Und jetzt muss man zugeben, dass es ein Land in Europa gibt, bei dem die Verschuldung abgenommen hat, also unter Null, Deleveraging, ja, und das ist Rumänien, gell? Das ist voll zugegeben. Und dann schauen wir uns aber unsere Musterknaben an, zum Beispiel rechts oben Irland, ja. Gebe ich zu, dass das auch damit zusammenhängt, dass Irland eine der größten Steueroasen Europas ist. Aber selbst wenn man es rausrechnet, sieht man da, dass Irland eine gigantische Neuverschuldung nach der Finanzkrise hatte. Jetzt gehen wir die Länder mal durch. Spanien, Portugal, Griechenland, Italien. Also all unsere lieben europäischen Nachbarn, ja, liegen hier im oberen Drittel. Und das ist ja ein weltweiter Vergleich. Mit anderen Worten, es gibt keinen Grund, sich auf die Schulter zu klopfen. Und der einzige Grund, warum die Länder noch nicht pleite sind, ist der, dass der Draghi massiv Zinsmanipulation betreibt. Ja? Es ist ja vollkommen irrational, dass ein Land, dessen Verschuldung immer weiter raufgeht, 130% mittlerweile, ja, das ist konstant am Steigen, dass dieses Land für zweijährige Staatsanleihen Minuszinsen kassiert. Das heißt, ein Land, was kurz vor dem Bankrott steht, dem gebe ich Geld und will am Ende des Jahres weniger zurückhaben, als ich bezahlt habe. Und will es nicht praktisch als Geld auf den Tisch legen. Ja? Wer das normal findet, also dem kann ich nicht helfen. Ja? Weil es gibt ja diese Savings-Glatt-Theorie, ja? Die sagt, ja, das ist normal, dass die Zinsen im Minusbereich liegen. So viel wird gespart weltweit, ist kein Wunder. Aber sowas würde keiner machen, da kann ich mit Savings-Glatt nicht kommen. Richtig, Island hat es erholt, wird immer als tolles Beispiel angeführt. Hängt natürlich damit zusammen, dass Island nicht in einem Wechsel, also in einem Währungsverbund war. Das heißt, die konnten also eine Abwertung, ja, hat sich sehr gelohnt, damals dort Urlaub zu machen, jetzt schon wieder weniger, ist runtergegangen. Die haben die Manager aus den Banken teilweise rausgeschmissen, ja, haben die geschlossen, reduziert. Es war aber auch eine Beggar-My-Neighbor-Policy von isländischer Seite, weil man ja gesagt hat, naja, es waren Ausländer so blöd, uns das Geld zu geben und denen zahlen wir das jetzt nicht zurück. Das heißt also, die Mithauptleidtragenden waren diejenigen, jetzt kann man sagen, ja, wenn sie so blöd sind, tragen sie das Risiko, ja, nicht die Kaupthing-Bank oder so, ja, das war doch da nicht.
Da darf man sich nicht wundern, wenn man halt 5-6% kriegt, das nennt sich Risikozins, und wenn das Risiko eintritt, darf man nicht maulen. Ja? Also man kann sagen, selber schuld. Aber Island war auch in einer besonderen Situation. Aber es wird oft als ein Alternativmodell in der Tat angegeben. Ja? Irland wollte ja das Gleiche machen, wurde nur sehr massiv unter Druck gesetzt. Von Herrn Draghi, das wurde nicht Draghi Vorläufer, das ist richtig. Die Iren wurden unter Druck gesetzt. Ich glaube aber auch, dass Irland ein sehr korruptes politisches Regime hat und dass die, die damals Ministerpräsident und so weiter waren, ja, dass diese Personen auch im Interesse der dortigen Finanzgroßwirtschaft und auch der Deutschen gehandelt haben. Ja. Es ist ja so, dass wir gesehen haben, welche Geldgeber da praktisch den irischen Banken, wer dahinter stand. Ja, das war in Deutschland, war ja von der Deutschen Bank und so weiter. Dann waren da aber auch Raiffeisenfonds und so weiter. Ja, also es waren alle dabei. Und insofern ist es nicht nur die EZB gewesen, die den Iren das gesagt hat, sondern die irische Oberklasse, die fand das auch richtig, ja. Und die europäische Politik, also die, vor allem die Deutschen, die fanden das auch richtig, ja. Das macht es nicht besser, es macht es nur schlimmer, ist klar, ja, ist klar. Und es gab ja Sachen, nicht? Da wurde dann die deutsche Nationalhymne intoniert, nicht? Jetzt wird gesagt, da wird ja der eine von der Allied Irish gefragt, ja, wie viel Geld braucht ihr denn? Da sagt er, 8 Milliarden Euro. Dann fragt ihn am nächsten Tag einer, wie ein bisschen auf die 8 Milliarden gekommen. Hat er gesagt, ja, es durfte nicht zu wenig sein, aber es durfte auch nicht zu viel sein. Ja, hat ja auch überhaupt nicht gestimmt, nicht? Und dann hat er, also klang gut, fand ich, wie er die Nationalhymne gesungen hat. Schön, das lassen wir alles weg. Und nein, ich plane immer, nee, ich habe es gar nicht geplant. Hab mich verlaufen, Entschuldigung. So, jetzt noch ganz kurz Reformagenda, ja. Was folgt da draus? Das ist eine Folie, sagen wir mal, ja, die hier. Also eine regelbasierte oder demokratisierte EZB, ja, das steht an. Weil im Moment wird gesagt, die EZB, die soll nur auf die Geldwertstabilität gucken, das interessiert die kaum, ja. Sie wissen, dass durch Quantitative Easing, also den Ankauf der Staatsanleihen, dass das mit Inflation wirklich einen feuchten Kehricht zu tun hat, ja. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das dient nur dazu, den Wechselkurs zu senken, also die Exportwirtschaft anzukurbeln. Und es dient dazu, dass, obwohl die Länder hoch verschuldet sind, wir hatten es gesehen, praktisch keine Zinsen zahlen. Ja? Und Quantitative Easing bedeutet ja, dass ein Land, also dass eine nationale, eine Notenbank, die Staatsanleihen seines Landes kauft. Zum Beispiel Herr Weidmann sagt, ich will es nicht, ihr macht es dann, ja, in Höhe von 230 Milliarden. Also die kaufen die Staatsanleihen an und jetzt ist die Frage, zahlen die für diese Staatsanleihen, die die Zentralbank ankauft, überhaupt einen Zins? Nein. Das heißt, im Grunde hat man über Quantitative Easing eine Nullzinspolitik für Staatsanleihen eingeführt. Warum? Weil wenn die Staaten dann diese Zinsen bezahlen bei Fälligkeit, ja, dann frage ich Sie jetzt mal, wo gehen denn die Überschüsse hin, die eine Notenbank macht? Antwort, die werden überwiesen, ja, kennen Sie ja vielleicht von der Tagesschau her oder so, da heißt es immer, ja, die Überschüsse der Notenbank, die werden überwiesen an Herrn Weigel, Herr Schäuble und sonst wen. Mit anderen Worten, Quantitative Easing dient dazu, die Vermögenswerte schön hochzuhalten. Und es ist ein Bündnis mit unseren großen Polit-Establishment-Leuten, ja, die sagen, vielen Dank, sind die Staatsanleihen für uns nämlich kostenlos. Ja? Und das sind massive Beträge. Vor 2 Tagen hat die EZB gesagt, bis zu 33% kaufen wir von so einem Asset auf. Das ist eine Menge, ist ein Drittel. Ja? Ist ein Drittel. Es ging von knapp über 20%, jetzt sind wir bei 33%. Und vor allem ist es ja so, damit die Notenbank die überhaupt kriegt und Leute die verkaufen, muss meiner Meinung nach, obwohl mir das noch keiner zeigen konnte, wie es genau ist, muss ja eigentlich der Preis, den ich dafür zahle, knapp über dem Marktpreis liegen. Das heißt, da machen die dann die Staatsanleihen an die Notenbank verkaufen, die machen noch ein schönes Schnäppchen. Ja?
Das Recht. Also, regelbasiert, Schuldentilgungskonferenz ist wichtig, Vollgeldreform, ja. Glück gehabt, dass wir darüber nicht reden können. Wenn jemand Samstag in Frankfurt ist, geht es darum und übernächsten Dienstag dann mit Thomas Mayer. Dann Insolvenzen und Parallelwährung. Ja. Bei Griechenland hätte ich überhaupt kein Problem gesehen, eine Parallelwährung. Die Griechen treten nicht aus dem Euro aus. Die Europäer sagen, wir geben euch, wenn ihr keine Reform machen wollt, kein Geld. Sagt der Tsipras, kein Problem, dann führen wir die neue Drachme parallel ein. Ja, Ende. Also überhaupt kein Problem. Das ist eine völlig komische Debatte gewesen. Dann Bankenzerschlagung. Es ist nur glaubwürdig, dass keine permanenten Rettungsaktionen kommen, wenn die Banken klein genug sind. Ja? Und die inkompetente Selbstzerlegung der Deutschen Bank langt nicht. Weil selbst wenn die sich in zwei Teile teilen, sind das immer noch jeweils 600, 700 Milliarden, die übrig bleiben. Ja? Und selbst wenn sie so viel Mist machen, wird das immer noch über 500 Milliarden bleiben. Mit anderen Worten, eine Zerschlagung. Warum denn nicht? Hat man in vielen anderen Bereichen auch gemacht. Und dann natürlich, bitte? Die kosten 100 Milliarden, die Banken zerschlagen? Nee, die kosten nicht so viel, sondern die Bilanzsumme darf maximal 100 Milliarden betragen. Ja? Könnte ich begründen, warum? Nicht nur, weil es eine runde Summe ist. Ja, und dann natürlich noch ein paar andere Sachen, die lasse ich mal weg. Und gut, das war's. Ja, die Antwort lautet, das letzte Bild hier, wenn die Zivilgesellschaft keinen Druck macht, dann macht sie keiner. Und man kann auch sagen, die nächste Krise kommt bestimmt. Die Staatsverschuldung, man hat das durchfinanziert über die Verschuldung, ja. Man hat das abgefedert, indem die Bundesagentur für Arbeit da ausgeplündert wurde und so weiter. Und jetzt ist man bei 100% Staatsverschuldung und nochmal kann man so eine Nummer nicht bringen. Ja? Und vielleicht läuft es dann so wie in 30er Jahren in den USA, dass tatsächlich dann jemand anderes kommt und dann mal ein paar Reformen gemacht werden. Ja? Das könnte sein. Und so Leute, wie die sich das zumuten, abends hierher zu kommen und nochmal über so Themen, die ja schwierig sind und anstrengend und auch irgendwie scheinbar nie weggehen, ja, es kann mir ja auch die Nerven gehen, das ist ja auch ermutigend, ja, dass da doch einige da sind. Die erste Frage, na klar, das ist ein Machtkampf, ja, das hat mit fairen Spielregeln, mit Grundsätzen, die man mal aufgestellt hat, in der EU-Verfassung oder so nicht mehr viel zu tun. Das ist völlig klar. Die EZB war vollkommen anders konzeptioniert. Man könnte eine Inflation im Euroraum innerhalb von 2 Tagen herbeiführen, indem man jedem Bürger 10.000 Euro gibt, ja, aufs Konto bucht. Dann hätte ich meine 2% Inflation und einen moderaten Wiederanstieg, was nicht heißt, dass in den Ländern nicht in einigen Strukturreformen gemacht werden müssen. Aber man könnte viele Dinge sofort machen. Ja? Und ich vertrete ja die These mit, dass die Krise einigen ganz nicht ungelegen kommt und dass die immer so ein bisschen am Kochen halten, damit das Feuer nicht ausgeht und man dann bestimmte sogenannte Reformen durchziehen kann. Und ich deute es generell als ein Bündnis zwischen der EZB, der vor allem Finanzgroßwirtschaft, dem Politestablishment, also GroKo auf ganzer Ebene und den Vermögenden. Ja? Das sind sozusagen, das ist die Viererbande, die hier praktisch den Laden am Laufen hält. Ja? Und die Bevölkerung ist so blöd und unterstützt den. Ja gut, ja. Und jetzt mal sozusagen. Was war nochmal die, wie das Bankenmodell aussieht. Ja, schwer zu sagen. Die Banken kommen schwer unter Druck, ja. Vielleicht Vermögensverwaltung von Reichen, dann die Fintechs, ja, also fidele kleine Akteure untergraben das Modell auch der privaten Großbanken, ja, das ist völlig klar. Es gibt vielleicht andere Währungen, Bitcoin und so weiter, ja. Es gibt andere Zahlungsmodalitäten, der Zahlungsverkehr wird immer mehr untergraben und. Es gibt natürlich Versuche, die guten alten Verhältnisse wiederherzustellen und die führen in einen tendenziellen, nicht Totalitarismus, aber Autoritarismus. Ja? Wenn zum Beispiel das Bargeld abgeschafft wird und man dann die Zinsspanne wieder halten will, dann müssen wir praktisch alle haben unser Geld dann auf dem Konto liegen und dann werden Negativzinsen eingeführt. Ja? Das heißt, wir werden dann per operanter Konditionierung dazu gebracht, das Geld für irgendwas auszugeben. Ja? Und wenn wir es nicht tun, werden wir teilenteignet. Und das sind so gewisse Dinge.
die da auf dem Programm stehen. Ja? Ja. Naja gut, die Frage ist, ob die Wachstumshoffnung irrational ist, weil im Prinzip alle sozialen Strukturen darauf aufgebaut sind. Ja? Nehmen wir uns. Wenn wir ein Produktivitätswachstum von 2% haben, könnten wir im Grunde jedes Jahr den gleichen Güterberg mit 2% weniger Leuten finanzieren. Ja? Dann hätten wir in 10 Jahren 20% Arbeitslosigkeit. Also insofern hängen wir doch alle irgendwo am Tropf. Ja? Die Politik dadurch, dass sie Steuereinnahmen generieren will, ja? Unternehmen, indem sie im internationalen Wettbewerb Massenproduktionsvorteile und entgegen der steigenden Angebotskurve, ja, ist ja eher eine sinkende. Also insofern ist das ein raffiniertes System, in dem wir leben, und das basiert auf dieser auf so irgendwie einer Wachstumsdynamik, ja, mit dem viele sagen, der Zins spielt auch noch eine Rolle, weil damit ich am Ende des Jahres einen Zins zurückzahlen muss, muss er irgendwie mehr produziert haben, ja, das an irgendjemanden verhökert haben, damit ich zurückgeben kann. Da muss die Geldmenge auch steigen, damit ich nicht irgendeinem anderen Geld wegnehmen muss, damit dann der Zins gezahlt und so weiter. Ja, diese ganzen Überlegungen, die es da gibt. Ob die immer so richtig sind, ist ja eine andere Frage. Also mit anderen Worten, wir leben in einem System, was von vorne bis hinten drauf aufbaut. Und es wäre schön, wenn es nur irrational wäre. Ja? Und wenn wir dann alle in Harald Welzer lesen, sagen, ja, eigentlich hat er recht, dann machen wir im Kopf eine Kulturrevolution und dann zack, schmeißen wir das Ruder rum. Und so einfach ist es halt nicht. Das ist das Problem, ja. Was folgt daraus? Ja, das bin ich auch ein bisschen ratlos. Ja. Ja. Ich meine, das fängt ja damit an, dass man als Einzelner zu einer anderen Bank gehen kann und da mitbestimmen kann, wofür das Geld eingesetzt wird. Ja. Wenn man natürlich jetzt mal so anlegerberatungsmäßig ja, sich überlegt, wie kann man eigentlich irgendwas in Sicherheit bringen, das ist schwer. Kaufe ich eine Immobilie, steht sie da, ist sichtbar, kann ich eine schöne Immobiliensteuer, siehe Griechenland, drauf machen. Ja? Habe ich Bargeld, ist auch schlecht, macht man die Roulette-Geschichte, zieht dann immer die mit der Nummer 5 ein oder so. Auch blöd, ja? Oder man vergisst, wo man es versteckt hat, ja? Gut, bei Lenin mäßig. Lässt man es auf dem Konto stehen, vielleicht gibt es eine Hyperinflation, ja? Oder diese 100.000 Euro Garantie wird gesagt, ja, ihr habt die Einlagensicherung, wir führen aber jetzt mal auf alle Spareinlagen, führen wir jetzt mal eine Vermögensteuer ein. Und wenn man sich beschwert, sagt man, das forderst du doch jeden Tag. Ja, jetzt hast du deine Vermögensteuer, bist wieder nicht zufrieden. Also das könnte man ja auch machen. Das heißt, diese Sparbeträge sind nicht sicher. Ja? Das nennt man irgendwie anders und peng Zugriff. Ja? Also was will man machen? Das ist schwierig. Sich eine Stradivari kaufen, ja? Vielleicht fällt da mal der Strom aus, bei diesen ganzen, in der Schweiz zum Beispiel, bei diesen Zwischenlagern, ja, wo jetzt all diese Bilder und was weiß ich nicht alles gelagert werden. Ja. Oder irgendwann sagen die gibt es so einen Druck von den Amis, dass die Schweizer die Lager auflösen. Ja. Dann gibt es wieder Grenzkontrollen und dann fällt die Stradivari auf, die schlecht im Kofferraum verstauen kann. Also wie auch immer. Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig im Moment. Aber im Prinzip, wenn man sowas überlegt, die Quintessenz ist ja, dass wir eine fundamentale Verunsicherung unserer gutbürgerlichen Gesellschaftsordnung haben, nicht? Wenn man es mal genau nimmt. Und der ganze Bauboom, da kann man sagen, ja, das ist doch toll, da wird jetzt Wohnraum geschaffen oder sonst was. Ja? Aber im Prinzip ist das ja eine Flucht aus dem Geld. Das heißt, es gibt ein massives Misstrauen einer wesentlichen Institution unserer Gesellschaft, nämlich Vertrauen ins Geldsystem, gibt es, ja. Und das ist eine schlechte Angelegenheit. Das ist eine schlechte Angelegenheit.